Wir waren ungefähr 50 Personen. Man brachte uns in einen Raum, an den Wänden standen Bänke. Wir mussten uns setzen. Die Fabrikbesitzer kamen dorthin und suchten sich Arbeitskräfte aus. Es wurden nicht alle genommen. Die Alten und die Kinder unter 10 Jahren ließen sie übrig. Das sind nur nutzlose Esser, meinten sie. Anna Sechkina. Alle waren gekauft worden, nur ich blieb übrig. Dann kam ein Mann rein, so um die 50, untersetzt, dicklich. Ein Bauer, wie es sich herausstellte. Er besaß einen Hof, der hat mich dann gekauft, der Deutsche. Wie viel er bezahlt hat, weiß ich nicht. Sie brachten uns zu diesem Arbeitsmarkt, alle wurden genommen. Aber mich nahm keiner. Ich war sehr dünn, stand allein herum. Da sehe ich einen älteren Deutschen und seine Frau. Die gucken mich lange an. Dann kommen sie zu mir und fragen, Jude? Ich antworte, nein, Russe. Dann haben sie irgendwas miteinander geredet, haben jemanden Geld gegeben und mich mitgenommen in eine riesige, große Gärtnerei. Als wir zurückkamen, haben uns alle verachtet. Ach, ihr deutschen Flittchen, ihr seid doch freiwillig ins besetzte Gebiet gegangen. Ich hab's da versucht und dort, keiner hat mich angestellt. Ich war ja in Deutschland gewesen. Wer als ehemaliger Zwangsarbeiter bei deutschen Behörden einen Entschädigungsantrag stellte, erhielt eine einheitlich formulierte Antwort des Bundesverwaltungsamts, in welcher er darüber aufgeklärt wurde, dass, Zitat, seine Verbringung zum Arbeitseinsatz eine Maßnahme zur Beseitigung des kriegsbedingten Mangels an Arbeitskräften dargestellt habe, von der Personen aller Nationalitäten betroffen waren. Die von dem Antragsteller vorgetragenen Umstände des Arbeitseinsatzes sind nach eingehender Würdigung auf die allgemeine Verschlechterung der Lebensbedingungen im Verlaufe des Krieges zurückzuführen. Der Antrag war daher abzulehnen. Zitat Ende. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich hier willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das waren 3 Zitate aus dem Buch Für immer gezeichnet, die Geschichte der Ostarbeiter. Ein Buch, das selbst eine Geschichte von 30 Jahren hat, die viel mit Memorial und auch einiges mit der Heinrich-Böll-Stiftung zu tun hat und daher für unsere Zusammenarbeit und unsere Freundschaft eine ganz besondere Rolle spielt. Darüber berichten wird Ihnen gleich Dr. Irina Scherbakowa von Memorial in Moskau. Sie ist Germanistin, Historikerin, Übersetzerin und vielfach preisgekrönt oder vielfach mit verschiedenen Verdienstmedaillen ausgezeichnet, völlig zu Recht. Leider nur in Deutschland, soviel ich weiß, auch in Russland. Auch in Russland, das freut mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Irina Scherbakowa. Ich glaube, mein Eindruck beim Kommen war, dass mindestens die Hälfte des Saales mit Irina befreundet ist und das ist sehr schön. Wir wollen heute Abend auch ergründen, wie die Aufarbeitung der Geschichte der Zwangsarbeiter und insbesondere der sogenannten Ostarbeiter, die ja die größte, zahlenmäßig größte Gruppe von vielen Millionen Zwangsarbeitern während der NS-Zeit stellte, wie diese Aufarbeitung in Deutschland verlaufen ist. Dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Jens Christian Wagner aus Celle. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und er hat Lehraufträge an den Universitäten Göttingen und Hannover, Spezialist für Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere der Zwangsarbeit und der Konzentrationslager und der Geschichtspolitik,
auch ein Lieblingsthema der Heinrich-Böll-Stiftung, Geschichtspolitik nach 1945. Herzlich willkommen. Und schließlich wollen wir am Beispiel Berlin genauer darauf eingehen, auf die konkrete Situation der Ostarbeiterinnen und Arbeiter und vor allen Dingen darauf, wie wir heute mit den Zeugnissen der NS-Zwangsarbeit umgehen, räumlich und didaktisch. Und dazu heiße ich ganz herzlich willkommen Dr. Christine Klauning. Sie ist Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Das ist die einzige Institution am historischen Ort eines fast vollständig erhaltenen Zwangsarbeiterlagers inmitten eines Wohnbezirks. Und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam mit Memorial und mit Ihnen durchführen können. Herzlich willkommen. Irina, ich habe es schon angedeutet, dieses Buch hat eine lange Geschichte. Es berichtet über eine sehr schwere Geschichte, hat aber auch eine lange und besondere Geschichte für Memorial. Vielleicht erzählst du uns zu Beginn, wie es zu diesem Projekt gekommen ist und wie sich dieses Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zu diesem Dokumentationsband entwickelt hat. Danke. Danke, Walter, für deine Worte. Und ich würde ja sagen, das kann man ja sogar nicht als Projekt bezeichnen. Das ist eine 30-jährige Arbeit und eigentlich die hinter diesem, das ist die russische Variante des Buches, die dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel wirklich einer Zusammenarbeit, einer langjähriger Zusammenarbeit der deutschen Historiker und Museumsmitarbeitern und russischen und vor allem natürlich Memorial. Weil dahinter steckt sich die Arbeit von vielen, vielen Leuten. Und Gott sei Dank, wir werden noch darüber reden, hört sie auch heute nicht auf, worüber wir uns sehr freuen. Aber es hat angefangen aus einem, vielleicht sogar einem, einerseits einem Irrtum, andererseits war das eine, würde ich sagen, eine Entwicklung, die man voraussehen konnte. Weil als die Perestroika begann, da meldeten sich Menschen oder Themen sind dann aufgeflogen, die man früher verdrängt hat. Und einer von solchen blinden Flecken war ein Teil der Kriegsgeschichte und ein Teil der Opfer dieses Krieges. Und das waren schweigende Menschen. Und wir wussten, auch wir selbst in Russland, wussten sehr wenig darüber. Ich kann mich an eine ganz kleine Geschichte erinnern, die war eigentlich Ende 60er Jahre. Ich war Studentin, hab ein paar Deutschen begleitet auf einer Reise in der Ukraine, auf einem kleinen Dampfer am Dnepr. Und wir haben Deutsch gesprochen. Und plötzlich kam auf uns zu eine Bäuerin, wenigstens schien es mir, in einem weißen Tüchlein, wie sie damals ausgesehen hatten, mit einem Korb. Und dann, dann sagte sie, das sind ja Deutschen, die reden ja mit den Deutschen. Ich habe gesagt, ja. Und sie sagte, wissen Sie, ich war ja in Deutschland, in einem Dorf. Man hat mich dahin gebracht. Und könnten Sie, und ich habe all die Jahre darüber nachgedacht, wie kann ich einen Brief an Sie, an diese Menschen schicken nach Deutschland, können Sie das für mich aufschreiben? Und dieser Brief bestand aus Großen, ich weiß nicht, an 20 Menschen aus diesem Dorf, mit den Namen und wie man eben von den Bauern, bei den Bauern üblich ist, dass man eigentlich Grüße bestellt. Und für mich war das eine absolute Offenbarung, weil sie sich so gerne an diese Menschen erinnerte. Und sie hat dann gesagt, sie waren so menschlich zu mir. Und ich in meinem Kopf hatte natürlich überhaupt erstens keine Vorstellung davon und zweitens natürlich die Vorstellungen von einem KZ oder von KZ-mäßiger Geschichte. Und das war so unglaublich, was sie mir dann erzählte. Also, und ich meine, dass viele Menschen in Russland, die meisten
Ende der 80er Jahre in der Perestroika-Zeit auch gar nichts, auch sehr wenig über diese Menschen gewusst haben. Genauso wie ich damals, weil es kaum etwas in der Oberfläche war. Vielleicht ein einziges Buch, das in den 70er Jahren erschienen ist. Und niemand wusste ja auch genau, wie viele es waren. Es waren geheime Zahlen. Und die Initiative kam sozusagen von beiden Seiten. Und du weißt wahrscheinlich, dass es bei einer Reise von der ersten Reise von Memorial-Aktivisten nach Deutschland diese Frage plötzlich aufgetaucht hat. Wo sind diese Menschen? Wie geht es ihnen in Russland? Was ist mit ihnen dann danach passiert? Und das kam sozusagen von den beiden Seiten. Also einerseits haben die Grünen im Bundestag diese Frage gestellt, also endlich über die Entschädigung und darüber, was macht man mit diesen Opfern eigentlich und mit diesen Menschen. Und andererseits, wer ist in Russland dafür zuständig? Und es kam dann zu einem Interview in damals zweitgrößten sowjetischen Zeitung, Izvestia, in einer Beilage, die, glaube ich, Jelena Zhumkova gegeben hat, einem Journalisten, der alles falsch, wie damals so üblich war, vieles falsch niedergeschrieben hat. Und eigentlich aus diesem Interview kam plötzlich heraus, dass die Deutschen mit den Entschädigungsgeldern schon am Anfang sind mit der Auszahlung oder sein sollten. Und dass Memorial dafür zuständig sein wird in Russland, weil es gab keine andere gesellschaftliche Organisation, die für die Menschenrechte auftrat. Und das war die Geschichte der Menschenrechte. Und wir bekamen, also Memorial, das damals überhaupt kam, viele von ihnen waren in unseren zwei Häusern in Moskau nun. Aber damals war ein kleines Zimmerchen. Und in 2-3 Monaten kamen fast 400.000 Briefe an in den Säcken. Und, und die Postleute, die völlig fertig waren, überhaupt nicht glücklich, haben gesagt, nicht mal Gorbatschow bekommt so viel Post von euch. Weil das war das Jahr 90, also das war noch die Sowjetunion. Und deshalb, und dann wurde es uns bewusst, wenn es fast 400.000 Menschen sich melden, wie viele sind noch am Leben und wie viele waren es. Und so entstand, und was ist mit ihnen passiert? Und in jedem, vielleicht 10. Brief, gab es irgendeinen Beweis dafür, dass die Menschen in Deutschland waren. Eine Postkarte, ein Foto, sogar das Brustzeichen Ost, also dieses Bekannte. Einige, wenige, aber haben doch auch das aufbewahrt. Und so kam es zu dieser, also da saßen wir buchstäblich auf diesem Riesenarchiv in den Säcken und nur mit der Hilfe der Böll-Stiftung könnte natürlich die Arbeit daran beginnen und erstmal entstand die Datenbank, die dann, wie soll man sagen, zu der ersten großen Quelle wurden, sowohl für die, also sozusagen für unsere Bürger, als auch für die Deutschen, die sich dafür interessierten, also was ist mit diesen allen Menschen, mit allen diesen Menschen passiert. Und so kam es dann zu dieser also Arbeit, die 30 Jahre gedauert hat, also mit vielen deutschen Historikern, mit vielen Projekten, mit denen und vor allem, obwohl wir fast zu spät damit waren, aber wirklich buchstäblich in den letzten, würde ich sagen, in der letzten Runde, also Interviews, die wir gemacht haben mit den ehemaligen Zwangsarbeitern, Ostarbeitern, Osti, wie sie sich selbst manchmal nannten. Und so entstanden auch die Interviews. Und das alles wurde zur Grundlage für dieses Buch. Vielen Dank, Irina. Herr Wagner, Ihr Kollege, der Professor Ulrich Herbert, schreibt im Vorwort oder in diesem einleitenden Essay zu diesem Buch davon, dass der Anklagepunkt Zwangsarbeit bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen eine sehr prominente Rolle spielte, aber im Folgenden dann sehr schnell in Vergessenheit geriet, obwohl, wie man in dem Buch in vielen Stellen deutlich wird, Ostarbeiter und Zwangsarbeiter zur Alltagserfahrung der Deutschen im Nationalsozialismus zählten. Überall
kamen die zum Einsatz, überall ist man denen begegnet. Es war also eine alltägliche Erfahrung, die aber ganz stark in Vergessenheit geriet. Und es war eben nicht so, dass Anfang der 90er Jahre schon irgendjemand bereitstand mit der Entschädigungszahlung, sondern das hat dann noch mal einige Jahre gebraucht, bis es dann spät, für die meisten zu spät, für manche zum Glück nicht zu spät, noch zu einer geringen materiellen, aber wichtigen politisch-psychologischen Rehabilitation kam. Wie konnte das geschehen, dass es eine so lange Verdrängung gab? Naja, zunächst mal muss man, glaube ich, differenzieren zwischen der allgemeinen Zwangsarbeit. Es gab sehr viele verschiedene Gruppen von Menschen, die Zwangsarbeit leisten mussten. Und die sogenannten Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter waren eine Gruppe, die aber ähnlich übrigens auch wie die sowjetischen Kriegsgefangenen sehr, sehr lange im Schatten der Öffentlichkeit standen, in einem ziemlich dunklen Schatten. Sie haben völlig recht, am Anfang 1945 bis 47, 48 war das Thema Zwangsarbeit bzw. Folgen der Zwangsarbeit sehr virulent, ein sehr präsentes Thema in Deutschland, nicht nur wegen des Nürnberger Prozesses, wo die Verschleppung zur Sklavenarbeit, wie es in der Anklageschrift des Hauptprozesses hieß, ein großes Thema war. Und Fritz Saukel zum Beispiel, der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz seit 1942, wurde auch aus diesem Grund zum Tode verurteilt, sondern auch, weil sehr, sehr viele ehemalige Zwangsarbeiter, die überlebt hatten, zu dieser Zeit noch in Deutschland waren, als sogenannte Displaced Persons und sukzessive repatriiert wurden oder eine neue Heimat in Europa oder Übersee gefunden haben. Danach wurde es tatsächlich relativ still um das Thema. Das hat zum einen mit der ausgebliebenen Entschädigung zu tun, die wiederum eine Folge ist des Londoner Schuldenabkommens von 1953, wo sämtliche Reparationen und damit eben auch die Entschädigung von Zwangsarbeit für die Zeit nach einem Friedensvertrag verschoben wurden. Was übrigens dann 1990 darin endete, dass der 2+4-Vertrag de facto, dass der 2+4-Vertrag eben nicht ein Friedensvertrag war. Das heißt, wir warten eigentlich immer noch auf den Friedensvertrag, der eine Entschädigungsleistung dann und auch Reparationen bedingen würde. Es gab einzelne wenige Versuche, überwiegend jüdischer Überlebender in Deutschland eine individuelle Entschädigung zu bekommen. Norbert Wollheim ist hier ein Beispiel. Im Wesentlichen aber gab es nur globale Abkommen der Bundesregierung mit westeuropäischen Staaten und mit Israel, in denen die Entschädigung für Zwangsarbeit sozusagen pauschal mit inbegriffen war, ohne dass die Leute tatsächlich eine wirkliche Entschädigung erhielten. Seit 1956 gab es ein Bundesentschädigungsgesetz, das Haftzeiten, das es möglich machte, dass Haftzeiten in Konzentrationslagern oder sonstigen Haftstätten entschädigt werden konnten. Das war aber nur für Personen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik wohnten, also nicht für 99% der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und dann kam in den 50ern sowieso das große Schweigen, beziehungsweise so groß war das Schweigen gar nicht. Es wurde nur etwas anderes erzählt. Es gab die deutsche Selbstviktimisierung. Die Deutschen sahen sich als Opfer des Luftkrieges, als Opfer von Flucht und Vertreibung, als Opfer alliierter Siegerwillkür in den alliierten Prozessen und dergleichen. Das heißt, geschwiegen wurde eigentlich nicht. Das ist manchmal ein bisschen falsch, wenn wir das sagen. Es wurde eben nur nicht das Thema Zwangsarbeit, wie überhaupt das Thema NS-Verbrechen, thematisiert in den 50er Jahren. Das änderte sich dann langsam ab 50er Jahre, dass die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg eingerichtet wurde. Es kam dann langsam so etwas wie eine juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auf. Das betraf aber tatsächlich nicht das Thema Zwangsarbeit. In den frühen 50er Jahren gab es tatsächlich noch einige vor deutschen Gerichten geführte Verfahren gegen Deutsche, die Zwangsarbeiter misshandelt hatten. Da waren aber diese Misshandlungen sozusagen Thema in diesen Strafprozessen und nicht der Umstand der Zwangsarbeit als solcher. Die wurde gewissermaßen als Begleiterscheinung des Krieges abgetan.
Parallel zu diesem Schweigen oder Beschweigen des Themas Zwangsarbeit muss man auch deutlich sagen, dass das Thema auch in der westdeutschen Geschichtsschreibung keine Rolle spielte. Es gab ein relativ breit rezipiertes Buch von Hans-Eckart Kanapin aus den frühen 60er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, nee, von 66, also Mitte 60er Jahre, das hieß Wirtschaft unter Zwang. Und das sagt im Grunde schon fast alles. Das ist sozusagen die ökonomische Variante des Mythos vom Befehlsnotstand. Die arme Wirtschaft, die unter der Knute des NS-Regimes gestanden hat und gar nicht anders konnte, als Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Und diese Sichtweise blieb ziemlich lange präsent, im Grunde bis in die 80er Jahre hinein. Das änderte sich in Westdeutschland ab den 80er Jahren, in dem ja im Grunde bürgerschaftliches Engagement, in dem die Zivilgesellschaft mit Geschichtsinitiativen, mit Geschichtswerkstätten begann, sich mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen, auch unter alltagsgeschichtlichen Fragestellungen. Die etablierte Wissenschaft zog dann nach, allerdings durch ganz junge Wissenschaftler, die aber immerhin innerhalb der etablierten Wissenschaft dann Qualifikationsarbeiten darüber schrieben. Einen haben Sie schon erwähnt, Ulrich Herbert mit seiner Studie Fremdarbeiter von 1985. Vorher schon hatte Christian Streit 1978 über die sowjetischen Kriegsgefangenen geschrieben. Keine Kameraden hieß dieses Buch und Falk Pingel im gleichen Jahr über die KZ-Häftlinge. In Ostdeutschland, in der DDR, sah das ein bisschen anders aus. Da wurde die Zwangsarbeit schon in den 50er und erst recht in den 60er und 70er Jahren in der Geschichtsforschung sehr stark wahrgenommen, aber eingelesen gewissermaßen in die Stamokap-These. Natürlich hatten sich die Schuldigen aus SED-Perspektive nach dem Krieg alle in den Westen davon gemacht, so dass diese Form der Geschichtsschreibung im Grunde auch eine Exkulpation gewesen ist der breiten DDR-Bevölkerung. Wurde deswegen auch eigentlich ganz gut angenommen von der Bevölkerung. Dann kamen die 90er Jahre. Und zunächst mal hat die Bundesregierung einige Globalabkommen gewissermaßen nachgezogen, die es in den 50ern bereits mit westeuropäischen Ländern gegeben hatte. Es floss Geld nach Polen, es floss Geld in die sich langsam auflösende Sowjetunion. Auch das beinhaltete aber keine individuellen Entschädigungsleistungen für ehemalige Zwangsarbeiter und schon gar nicht für Ostarbeiter. Dann kamen in den USA Sammelklagen auf. Und das ist im Grunde wie so eine Art Treppenwitz der Geschichte, dass diese Sammelklagen ja eigentlich von jüdischen Überlebenden, von Shoah-Überlebenden vor die amerikanischen Gerichte gebracht wurde. Und das brachte die Welle eigentlich erst ins Rollen. Und letzten Endes haben die Leidtragenden der Zwangsarbeit aus Osteuropa, die nicht-jüdischen Leidtragenden der Zwangsarbeit, von diesen Sammelklagen jüdischer Überlebender vor amerikanischen Gerichten profitiert. Die deutsche Wirtschaft hatte berechtigterweise Angst vor schwindenden Exportchancen. Und in dieser Situation gründete sich dann die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft. Ich will auch nicht absprechen, dass es auch so etwas wie Unternehmensethos gegeben haben mag bei manchen Unternehmen. Dann gab es bekannterweise die Verhandlungen der Bundesregierung mit diversen Organisationen, in die dann übrigens auch Vertreter aus Russland einbezogen waren und auch aus anderen osteuropäischen Staaten und dann am Ende die Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die erstmals dann Gelder an Überlebende Zwangsarbeiter auszahlte, und zwar sowohl jüdische Zwangsarbeiter als auch KZ-Häftlinge, als auch die sogenannten Ostarbeiterinnen und Arbeiter, so dass man, und diese Gefahr besteht manchmal, am Ende sagen könnte, naja, es hat zwar 60 Jahre gedauert, aber am Ende ist alles dann ja doch noch gut geworden. Ich würde das nicht sagen.
Denn das, was durch das Entschädigungsgesetz oder durch das Gesetz zur Errichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gemacht wurde, Klammer auf, es geht hier ganz bewusst nicht um Entschädigung. Die Gelder, die gezahlt wurden, waren humanitäre Hilfsleistungen, Klammer zu. Das kann man als eine Form von beschädigter Gerechtigkeit bezeichnen. Und zwar aus vielfachen Gründen. Erstens, weil es viel zu spät kam und die meisten Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen zum Zeitpunkt der Auszahlungen bereits tot waren. Zweitens, weil ein sehr großer Teil ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ökonomischen Gründen, weil es nämlich zu teuer geworden wäre, von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen blieben. Und das waren im Wesentlichen die sowjetischen Kriegsgefangenen und die italienischen Militärinternierten. Und zum Dritten, und da bekommt das Ganze, finde ich, das stärkste Geschmäckle, weil diejenigen, die diese humanitären Hilfszahlungen erhielten, vorher Verzichtserklärungen unterschreiben mussten im Hinblick auf juristische Ansprüche, die sie gegenüber der deutschen Industrie geltend machen könnten. Ja, ich glaube, man könnte das Thema an der Stelle sehr vertiefen, aber ich würde gerne einen genaueren Blick werfen auf die Betroffenen, auf die Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter. Dieses Buch, was ich nicht nur deshalb sehr zur Lektüre empfehle, weil wir es herausgegeben haben zusammen mit Memorial, sondern weil es wirklich ein ausgesprochen faszinierendes Leseerlebnis ist. Ich möchte das so sagen, bei all dem schweren Stoff, das hat damit zu tun, dass es ausgezeichnet übersetzt wurde von Christina Links und Ganna Maria Braungart. Ich freue mich sehr, dass Frau Links heute Abend hier auch dabei ist. Und sehr, sehr schön editiert wurde vom Christoph Links Verlag. Ich freue mich auch, dass Frau Prüfer da ist vom Links Verlag. Der ist gerade 30 Jahre alt geworden, ist in einer ganz besonderen Zeit 89 gegründet worden als erster unabhängiger Verlag der DDR. Von daher auch ein toller Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist. Aber es liest sich einfach sehr beeindruckend, weil es eine unglaubliche Ambivalenz von Erfahrungen schildert. Und schildert die Geschichte von Menschen, die sind alle zwischen 1920 und 1930 geboren, die waren ganz jung und haben aber schon zu der Zeit, als sie nach Deutschland verschleppt wurden, so viel traumatische Erfahrungen mitgebracht, dass man denkt, als sie dann haben sie das Dritte Reich erlebt, die Zwangsarbeit, und dann haben sie die Wiedertraumatisierung und Ablehnung nach ihrer Rückkehr erlebt, dass man denkt, wie kann man mit 70 Jahren oder sowas so ein Leben überhaupt gelebt haben? Ja, so viel Erniedrigung, Zurückweisung, das ist sehr, sehr berührend in ganz unterschiedlichen Facetten, auch in menschlich anrührenden, auch zum Teil positiven Facetten. Das ist kein Schwarz-Weiß-Bild, sodass ich Ihnen ganz nachdrücklich dieses Buch empfehlen will, auch als wirklich faszinierenden Lesestoff. Frau Klauning, wer waren die Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter? Ihre Dokumentationsstätte dokumentiert das Schicksal von, habe ich gelesen, 8,4 Millionen Zivilisten, von denen Ostarbeiter etwa 2,2, 2,5 Millionen ausmachten. Das spielt auch eine wichtige Rolle im Buch, die Erfahrung, die Ostarbeiter gemacht haben, im Verhältnis zu den anderen, zu den KZ-Zwangsarbeitern, aber auch zu den Polen, zu den Italienern, Franzosen. Wie war der Status der Ostarbeiter? Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, eine sehr große Zahl von schätzungsweise 2,5 bis 2,8. Manche Zahlen gehen sogar bis 3,1 Millionen. Sie variieren in der Tat. Und die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen stellten die größte Gruppe unter den zivilen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, waren also sehr, sehr präsent im gesamten Deutschen Reich, eben auch hier in Berlin. Es waren sehr, sehr viele Frauen, mehrheitlich, also mehr als 50% Frauen unter den Ostarbeitern. Es waren sehr viele junge Menschen und sehr viele, die vom Land kamen. Man muss dazu wissen, dass der Einsatz der Ostarbeiter, als Ostarbeiter ist ja der zeitgenössische Begriff aus den Quellen. Sie haben sich ja nicht selbst damals so bezeichnet. Der Einsatz kam
erst zustande, als der Druck, der ökonomische Druck und infolge des Kriegsverlaufes der Druck, die Rüstungsproduktion zu steigern, so groß geworden ist. Denn die Sicherheitsbehörden, also sprich Polizei, Gestapo und SS, waren am Anfang gegen den massenhaften Einsatz der ja vom Regime als Untermenschen diffamierten Männer, Frauen, Jugendlichen und Kindern aus der Sowjetunion. Was am Anfang auch schon angeklungen ist, der Vorwurf in der Nachkriegszeit, Kollaborateure, die sich freiwillig gemeldet hätten, das ist ein Vorwurf, der eigentlich immer wieder auch Zwangsarbeitern und Überlebenden gemacht wird. Und man muss wissen, dass es eben auch eine Radikalisierung im Verlauf des Krieges gab. Es gab schon auch aus der Sowjetunion Anfang eine unbekannte Zahl von freiwilligen Meldungen. Aber wenn man sich die Situation im eigenen Land anschaut, die Besatzungspolitik, der Besatzungsterror, die Bevölkerung sollte ausgehungert werden, das Massensterben wurde einkalkuliert. Siehe das Massensterben ja auch der sowjetischen Kriegsgefangenen, so ist jede Form von Freiwilligkeit doch auch unter dem Diktum einer erzwungenen Freiwilligkeit zu sehen. Und nachdem die ersten Berichte von verschleppten Ostarbeitern quasi in die Heimat zurückschwappten oder auch Kranke zurückgeschickt wurden, was am Anfang noch der Fall war, hat sich natürlich das Bild sehr, sehr schnell gewandelt. Und die Rekrutierungsmaßnahmen haben sich extrem verschärft. Ich habe da, glaube ich, auch ein Bild, wenn... Nein, das war es nicht. Genau, also die Rekrutierungsmaßnahmen haben sich verschärft. Es kam zu Massendeportationen, Razzien und regelrechten Menschenjagden, wo ganze Dörfer quasi verladen wurden und ins Reich verschleppt wurden. Und dieses Foto, das Sie jetzt sehen, das ist ein Propagandafoto aus meiner Zagen, quasi die Ankunft nach der Verschleppung im Deutschen Reich, in einem Ort irgendwo in Deutschland. Und Sie sehen diese Gruppe mit diesem großen Mann in der Mitte und überwiegend Frauen, Jugendliche, aber eben auch kleine Kinder, die ins Reich verschleppt worden sind. Und das war eben auch Teil der Radikalisierung, gerade in der letzten Kriegsphase. Es gab verschiedene Aktionen in Weißrussland, wo 1943 ca. 10.000 Kinder und Jugendliche, deren Eltern bereits tot oder ermordet waren, verschleppt wurden oder die mit falschen Versprechungen angeworben wurden. Und es gab Aktionen wie die sogenannte Heu-Aktion. Also Heu steht für heimatlos, elternlos, unterkunftslos. 1944, wo weitere 28.000 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren zur Arbeit ins Reich verschleppt wurden. Also quasi als letzte Reserve. Und insgesamt sind rund 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, nicht nur aus der Sowjetunion, sondern aus Osteuropa zur Arbeit ins Reich verschleppt wurden. Und die Mehrheit kam eben aus der Sowjetunion. Ich hatte gesagt, ein großer Anteil oder sehr, sehr viele Frauen waren bei den zur Arbeit Verschleppten. Hier ein Foto einer Ostarbeiterin mit dem Abzeichen. Das ist ein Still aus einem privaten Familienfilm, wo ein Berliner Familienvater seine Frau und seine Tochter beim Sonntagnachmittagsspaziergang gefilmt hat und dann plötzlich in diesem Film diese Ostarbeiterin ins Bild läuft. Und die spezifische Situation der Ostarbeiterin war eben so, dass man hier von einem doppelten Rassismus, sprechen muss. Das zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit Schwangeren, die bis 1942 noch in die Heimat zurückgeschickt wurden. Dann aber, als sich herausgestellt hat oder als die Behörden davon ausgingen, dass Frauen auch schwanger wurden, um in die Heimat zurückkehren zu können, ist immer mehr zu dem Instrument der Abtreibung und auch der Zwangsabtreibung gegriffen worden, um sogenannte fremdvölkische Geburten zu verhindern. Und trotzdem geborene Kinder sind dann in den sogenannten Ausländerkinderpflegestätten zumeist dem sicheren Tod ausgeliefert worden.
Und natürlich war die Situation auch unterschiedlich, je nachdem, an welchem Arbeitsplatz Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen eingesetzt waren. Aber wir kennen einen Fall aus Berlin, wo ein junges Kindermädchen in einem deutschen Haushalt eingesetzt unter der Drangsalierung der Frau so sehr gelitten hat, dass sie sich mit Säure umgebracht hat. Also nicht automatisch war es in den deutschen Familien besser, sondern es war oft auch ein Ort, wo Deutsche ihr Herrenmenschentum ausleben konnten. Interessant ist auch der Umgang der Betriebe. Ich habe jetzt ein Beispiel gefunden, wie sich die Batteriefabrik Pertrix darauf vorbereitet hat, auf die Ankunft der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. In vielen Betrieben stellten sie ja auch die Mehrheit. Und bei Pertrix ist als vordringliche Maßnahme ein Arrestbau mit Arrestzellen fertiggestellt worden, schon bevor die Menschen ankamen. Und bei geringfügigen Vergehen oder auch nur dem Verdacht wurden die ausländischen Arbeitskräfte bis zu 8 Tagen bei Wasser und Brot eingesperrt. Die Zellen waren so gebaut, dass sich die Inhaftierten kaum hinsetzen konnten und auch nicht hinlegen konnten. Insgesamt ergibt sich, wenn man sich die Quellen anschaut, also die deutschen Quellen, durchaus auch ein widersprüchliches Bild, weil das Bild des sogenannten Untermenschen im Verlauf des Krieges ein Stück weit ins Wanken geriet, als Arbeitgeber erkannten, dass die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen wertvolle Arbeitskräfte waren, gerade die Frauen, dass sie sich geschickt angestellt haben. Da gibt es eine ganze Anzahl von Berichten darüber. Und selbst Heinrich Himmler als Innenminister hat im Juni 1944 formuliert, dass sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, ich zitiere, im Kampf gegen die jüdisch-bolschewistische Weltgefahr rekrutiert werden sollten. Infolgedessen gab es Bestrebungen, einzelne Bestimmungen zu lockern oder auch die Ernährungssituation zu verbessern oder auch spezielle Propagandaveranstaltungen zur Betreuung der Ostarbeiter durchzuführen. Interessant wiederum ist, wenn man sich die Reaktion der deutschen Bevölkerung darauf anschaut. Und dafür sind die sogenannten SD-Berichte, also die Berichte des Sicherheitsdienstes der SS, sehr aufschlussreich, die den Blick der Deutschen widerspiegeln. Und so gibt es 1944 Berichte von Deutschen oder Stimmen von Deutschen, dass die Berichte in der Presse über die Zwangsarbeiter viel zu positiv seien. Und neben den aufsässigen Franzosen, Zitat, wird immer wieder die deutschfeindliche Einstellung der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen erwähnt, wobei zu diesem Zeitpunkt natürlich sich auch schon die Furcht vor dem drohenden Kriegsende und die Furcht vor Vergeltung und Racheaktion sichtbar wurde. Was die Deutschen nicht wahrnehmen wollten, obwohl sie es wahrnehmen konnten, war die tatsächliche Situation vieler Ostarbeiter, vor allem in den großen Lagern, die geprägt war von Hunger, Krankheiten und Terror. Und hier gibt es eine, wie ich finde, ganz besondere Quelle aus Berlin, nämlich den Bericht des Botschaftsrates Gotthold Starke vom 16. August 1943, der auf eigene Faust mehrere große Lager in Berlin besichtigt hat und sich insgesamt die Situation der Ostarbeiter angeschaut hat. Hier ganz deutlich macht die Diskrepanz zwischen dem Lohn, wie er auf dem Papier stand, den Lebensmittelzuteilungen, wie sie auf dem Papier stand, und der tatsächlichen Ernährungssituation. Und er beschreibt die Situation der Kinder und Jugendlichen, auch der Frauen, die unter elenden Bedingungen ihre Kinder zur Welt bringen. Und er beschreibt vor allem den willkürlichen Terror in vielen Lagern. Erschießungen von 3 Ostarbeitern, die einige Kartoffeln entwendet hatten aus Hunger. Schwere körperliche Misshandlungen von Frauen oder Erschießungen fingiert auf der Flucht, indem man Ostarbeitern befohlen hat, an der Baracke entlang zu laufen und sie dann quasi unter dem Vorwand, sie hätten fliehen wollen, erschossen hat. Also das sind Berichte, die wir auch aus der KZ-Geschichte kennen. Vielleicht so viel erstmal als ein Bericht. Vielen Dank, Frau Klauning. Was sehr beeindruckende Stellen sind in dem Buch, und das illustriert das, was Sie sagten mit dem
Widerspruch zwischen eigentlich notwendig und gesuchte Arbeiter, oftmals auch qualifizierte Arbeitskräfte. Oft wurden auch bewusst junge Menschen mit Bildung ausgesucht, die dann zugleich immer wieder damit konfrontiert wurden mit dem rassistischen Untermenschen-Ideologie. Ein sehr beeindruckendes Interview mit einer Dame. Sie berichtet davon, wie sie voller Begeisterung in einer Akademikerfamilie entdeckt, dass die Bibliothek voller russischer klassischer Literatur, Dostojewski, Tolstoi. Der Familienname noch dazu Engels. Und der Familie, in der Familie Engels. Und sie lebt auf, bis sie in der Küche dann von der Familienmutter, von der Hausherrin dafür zusammengeschrien wird, dass sie die Kartoffeln zu dick schält. Und sie als Russenschwein sich hier zurückhalten soll, weil wegen solcher wie ihr muss der deutsche Mann an der Ostfront so leiden. Ja? Also dieser Schock, der kommt sehr gut in diesem Interview zum Ausdruck. Irina, das Buch besteht zum großen Teil aus Interviews, die geführt worden sind über Jahrzehnte, seit den 90er Jahren. Im Blick auf die Geschichte auch nach 1945, worüber haben sich die Menschen getraut zu sprechen und worüber haben sie sich nicht oder kaum getraut zu sprechen? Erstens haben die meisten natürlich jahrzehntelang geschwiegen oder in einer sehr, das hat sich so abgespielt. Wenn man zurückgekommen ist, zurück in den eigenen Dorf, wo ein paar Leute oder Frauen dasselbe mitgemacht hatten, hat man, wenn nicht irgendwie Runden gemacht, um sich zu erinnern, doch man wusste, dass man ein gemeinsames Schicksal hat. Und nicht zufällig war es, dass die Ehen auch so verliefen, dass sehr viele von ihnen hatten es schwer, Familien zu gründen. Und das natürlich, und das ist die Folge von dem, was sie in Deutschland erlebt haben. Und die Folge ihrer auch Stellung in der sowjetischen Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Deshalb, wenn man sogar, aber das ist sehr interessant, wenn man sogar dann später auch einen ehemaligen Ostarbeiter heiratete. Oder was noch öfter war, einen ehemaligen Kriegsgefangenen zum Beispiel. Sprach man nicht darüber miteinander. Sozusagen, das war das gemeinsame Schicksal, aber man sprach meistens darüber nicht. Oder ab und zu sickerte das auch noch in dem Familienleben. Und das ist auch sehr interessant, dass vieles in diesem Interview zum Beispiel über die Rolle der Frau aussagen. Also die Frau, weil sehr viele Ostarbeiterinnen darunter waren und die wurden ja irgendwie zur Beute des Krieges zum Teil von beiden Seiten und wurden also wie, glaube ich, das hast du auch, was du zitiert hast und so, also das wurde sehr eindeutig und in einigen Interviews haben die Frauen mit dem Schmerz daran erinnert, dass sie manchmal von dem eigenen Mann es zurückbekommen haben, wenn der zum Beispiel ein ehemaliger Frontsoldat war oder sogar ein Kriegsgefangener, mit den Deutschen könntest du. Oder mit den Deutschen warst du dann lieb oder so, irgend so etwas. Also, und man musste immer wieder, also wie gesagt, besonders beschädigt waren die Frauen als, wie soll man sagen, als diejenigen, bei denen man vermutete, dass sie sich mit den Deutschen entweder irgendwelche Liebesgeschichten gehabt haben oder sich sonst auf irgendeine Weise unterworfen haben. Also das ist noch etwas Zusätzliches zu diesen Interviews. Aber im Allgemeinen kann man ja sagen, das war natürlich ein blinder Fleck. Und es war ein langes Beschweigen, wenn auch in dem Kreis, wo die Menschen wussten, was sie alles erlebt haben. Aus einigen Gründen. Ein Grund ist
oft sogar nicht unbedingt diese akute Angst oder Angst, dass man irgendwie entlarvt wird, sondern es tut einem sehr schwer über die im Nachhinein, über erlebte Erniedrigung, über Hunger, über Schläge, sich zu erinnern. Von mehreren Frauen, also interessanterweise sehr viel von den Frauen, aber auch von den Männern. Wie kann man auch sogar den Kindern erzählen, den eigenen Kindern, dass du so behandelt worden warst, dass du geschlagen worden bist, dass du in den Lumpen gelaufen bist. Also das ist eine sehr schwere Geschichte, das ist zum einen. Aber das Wichtigste war natürlich, dass sie nicht wussten, wohin sie mit diesem... es war ein kollektives Beschweigen, weniger als kollektives Gedächtnis. Es war ein kollektives Beschweigen. Und wie, und das ist sehr interessant, wie kannst du, wer bist du? Also das ist sozusagen als Hauptstolz, als Hauptmythos steht der Zweite Weltkrieg oder der große Vaterländische Krieg da. Das ist das Wichtigste, woran die Menschen sich erinnern in der Postkriegszeit, also auch bis heute eigentlich. Ja? Und wer bist du ja in dieser Erinnerung? Du bist in dem Alter, wo viele an der Front waren oder irgendwie teilgenommen haben, also in den Fabriken gearbeitet haben, sozusagen für den Sieg, also heldenhafte Arbeit, auch im Hinterland. Wer bist du eigentlich? Bist du Opfer? Ja, natürlich, aber nicht in den Augen dieser sowjetischen Gesellschaft. Bist du ein Kriegsteilnehmer? Natürlich, aber wiederum nicht in den Augen dieser Gesellschaft. Natürlich bist du kein Veteran. Und du wirst nicht in die Schulen eingeladen, um deine Geschichte zu erzählen. Du marschierst nicht, also in den Kalonnen am 9. Mai. Also diese Jahre, die du in Deutschland verbracht hast, die werden dich nirgendwo nachgerechnet. Weder in deiner Arbeitszeit, nirgendwo. Also was mache ich mit diesem Gedächtnis? Und das ist die eine Geschichte. Und die andere, natürlich auch die Angst, eine akute Angst bei der Prüfung, Filtrierung, NKWD-Überprüfung, noch in Deutschland, dann, nachdem sie zurückgekommen sind, in die Sowjetunion, womöglich eine Beschuldigung, doch ein Kollaborant zu sein. Und in jeder Hinsicht aber eine Person der zweiten Klasse, die in diesem berühmten sowjetischen Fragebogen, das aus mehreren Punkten und Fragen bestand, und bis in die 90er Jahre hinein gab es dort eine Frage: Warst du, sind sie auf dem besetzten Territorium gewesen oder sind sie also nach Deutschland verschleppt worden? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann bist du schon die Person der zweiten Klasse. Und vielleicht also sozusagen die letzte Passage. Wie wir schon gesagt haben, das war eine sehr gespaltene Erinnerung. Es waren solche Deutschen und solche Deutschen. Es war vieles, was sie im Alltag erlebt haben, wenn sie mit den konkreten und realen Menschen zu tun gehabt haben, trotz natürlich der allgemeinen Atmosphäre, trotz der allgemeinen Erniedrigung und Behandlung von den Ostarbeitern. Wie immer gab es Menschen, die geholfen haben. Und ich muss ja sagen, und das muss in Deutschland gesagt werden, diese Menschen nach vielen Jahren haben niemals vergessen, keine einzige gute Geste ihnen gegenüber. Ein Stück Brot, das zugesteckt worden war, eine Zigarette, sogar mal eine Blume wie eine, aus dem Garten, wie eine Ostarbeiterin sich daran erinnert. In diesem Sinne waren sie bemüht, sehr objektiv zu bleiben, aber zu Hause zu erzählen, dass es auch solche Deutschen gab
und solche Deutschen gab, dass es Menschen gab, dass die sich menschlich behandelt haben. Also das war erstens gefährlich und zweitens sehr schwierig, weil das passte nicht in diese Klischeebilder, die man dann eigentlich als das Narrativ, das offizielle Narrativ in der Beschreibung dieses Krieges gab. Also deshalb, also hatten sie es ganz, ganz schwer mit den eigenen, wie soll man sagen, oft sehr kontroversen Erinnerungen. Vielen Dank, Irina. Jetzt sind fast alle gestorben von den ehemaligen Ostarbeiterinnen, die Zeit ihres Lebens Schwierigkeiten hatten, die Frage zu beantworten, was mache ich mit meinem Gedächtnis? Was ich jetzt in der letzten Runde hier vorne gerne besprechen würde, ist, was machen wir jetzt mit deren Gedächtnis, mit der Erinnerung und den Zeugnissen an diese Zeit und an diese Verfolgung, an diese Repression? Herr Wagner, wenn man jetzt, 30 Jahre nachdem die Ostarbeiter sozusagen zum Thema der Öffentlichkeit wurden, ein Buch herausbringt, so einen dicken Band, dann fragt man sich schon, ein bisschen auch, ist das eigentlich noch didaktisch, politisch in irgendeiner Form aktuell? Kann man damit heutzutage noch irgendwas anfangen? Wie verändert sich nach dem Ableben der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, wie verändert sich unsere Erinnerung, wie verändert sich unsere Gedächtnisarbeit und Aufarbeitung? Sie als Leiter der Niedersächsischen Gedenkstättenstiftung mit Bergen-Belsen im Zentrum, was bedeutet das für Sie? Wir werden gleich darüber sprechen, was das für die Arbeit von Memorial bedeutet und für die Gedenkstätte, aber vielleicht mit Ihnen beginnend. Also zunächst mal ist die Herausgabe eines solchen Buches wie überhaupt das Sammeln der Interviews, das Sammeln der Quellen eine Form von sehr später Anerkennung und Würdigung derjenigen, die gehört werden. Und denen man versucht, eine Stimme zu geben. Und das hat nach wie vor eine starke Funktion, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Irina Scherbakowa gesagt hat. Deswegen war es, glaube ich, auch so wichtig, dass das Buch auch auf Russisch erschienen ist, aber auch in Deutschland. Insgesamt erleben wir in der Tat das Ende der Zeitzeugenschaft und die Funktion der Gedenkstätten ist einer starken Wandlung unterlaufen. Sie heißen nach wie vor in vielen Fällen Gedenkstätten, manchmal auch gar nicht mehr. Und da kommen sie ursprünglich her, sozusagen. Der Zweck dieser Einrichtung ist das Gedenken an die Menschen, die an diesen Orten Opfer nationalsozialistischer Verbrechen wurden. Was aber sehr viel stärker wird, ist, dass diese Orte als Lernorte wahrgenommen werden, als Orte historisch-politischer Bildungsarbeit. Und gerade bei dem Thema der Zwangsarbeit, wie aber auch bei anderen Perspektiven auf DNS-Verbrechen, muss man meines Erachtens, und das ist in den Gedenkstätten mittlerweile der Fall, sehr viel stärker als in der Vergangenheit auf die Tätergesellschaft gucken, auf die Funktionsweise der NS-Gesellschaft sehen, die eine radikal rassistische Gesellschaft gewesen ist, die unterschied auf der einen Seite zwischen den selbsternannten Herrenmenschen, die als Volksgenossen bezeichnet wurden, die zur propagierten Volksgemeinschaft gehörten, und auf der anderen Seite der großen Masse derer, die als Arbeitsvölker missbraucht wurden, die ausgegrenzt wurden, die verfolgt wurden oder auch ermordet wurden, weil sie nicht dazugehörten. Und diese Wechselwirkungen, die Funktionsweisen der NS-Gesellschaft, die Motivationsstruktur des Mitmachens im Nationalsozialismus, das sind alles Dinge, die wir durchdeklinieren können. Wir können fragen, warum haben die meisten Deutschen bis zum Ende des Krieges mitgemacht? Und das sind dann solche Punkte wie Autoritätshörigkeit, Gewöhnung, Kriminalisierungsdiskurse, die eine ganz, ganz starke Rolle gespielt haben. Natürlich auch Antisemitismus und ganz allgemeine Formen des Rassismus, Antiziganismus, Gewöhnung spielt eine Rolle. Die Verbrechen während des Krieges sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern haben einen Vorlauf in den 30er Jahren bis in die 20er Jahre hinein.
Und wenn man sich das alles konkret anguckt, dann wird man feststellen, dass viele der Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, gar nicht genuin nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute mehr oder weniger bei vielen Menschen eine Wirkung entfalten. Und wenn wir uns angucken, wie Ausgrenzungsdiskurse heute funktionieren, in einem Europa, in dem Nationalismus und Rassismus erstarkt, dann sehen wir sehr, sehr starke Aktualitätsbezüge jenseits falscher historischer Analogien. Und genau diesen Blick auf sozusagen aus der Geschichte herausgearbeitet, auf Ausgrenzungsdiskurse, auf die Mitmachbereitschaft im Nationalsozialismus, das müssen wir stark machen, weil es sozusagen eine aktualitätsbezogene, handlungsorientierende Bildungsarbeit in unseren Orten ermöglicht. Mhm. Frau Klauning, nach Schöneweide, zu Ihnen ins Dokumentationszentrum kommen viele Schulklassen. Was erleben die bei Ihnen und was erleben Sie mit Ihnen? Also zuerst einmal kommen nicht nur Schulklassen zu uns, sondern wir haben ein sehr heterogenes Publikum von Erwachsenen, Gruppen, Schulklassen auch, aber auch sehr, sehr vielen Einzelbesuchern aus dem In- und Ausland, die natürlich diesen Ort, der etwas abseits der großen Touristenzentren liegt, die diesen Ort auch wirklich gezielt aus Interesse am Thema ansteuern. Das ist das eine. Ich will vielleicht ein Foto zeigen noch. Genau, das ist das Gelände des Dokumentationszentrums. Das stimmt, ja. Das stimmt. Was Fotografen eben so. Profifotografen. Ich will dieses Foto zeigen, das ist die noch am besten erhaltene Baracke und Sie sehen im Hintergrund die Wohnhäuser, die natürlich auch damals schon standen. Also das ist das Erste, was die Besucher wahrnehmen und das ist auch das, was sie am meisten erstaunt. Also dass diese Lager nicht irgendwo außerhalb der Zivilisation auf der grünen Wiese standen, sondern dass sie eben inmitten der deutschen Gesellschaft errichtet wurden, sozusagen vor aller Augen und die Nachbarn und Nachbarinnen aus ihren Fenstern und Balkonen auf das Lager schauen konnten. Und natürlich die Deutschen an vielen Punkten und an vielen Situationen auch Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen begegnet sind. Ich denke, und es knüpft auch ein bisschen an das, was Jens Wagner sagt, wir gehen natürlich aus von der Geschichte dieses historischen Ortes, dieses Lagers, das mit zivilen Zwangsarbeitern, italienischen Militärinternierten und weiblichen KZ-Häftlingen belegt war, also ein typisches Sammellager mit heterogener Belegung. Es war eben in der Realität nicht getrennt, dass dort die Franzosen waren und dort die sowjetischen Kriegsgefangenen und dort die KZ-Häftlinge, sondern oft an einem Lager. Und uns geht es darum, die Themen Alltag und Alltäglichkeit von Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges zu vermitteln, eben deutlich zu machen, die quantitative und die qualitative Dimension von Zwangsarbeit. Es wurde schon gesagt, Zwangsarbeiter waren überall eingesetzt. Die gesamte Kriegsgesellschaft hat davon profitiert. Es waren natürlich die großen Rüstungsbetriebe. Die Kirchen haben Zwangsarbeiter eingesetzt. In Berlin gab es ein kirchliches Zwangsarbeiterlager auf einem Friedhof, wo sowjetische Zwangsarbeiter als Totengräber eingesetzt waren. Fußballvereine, Hertha BSC hatte einen Niederländer als Zwangsarbeiter. Der hatte es mit Sicherheit besser als der sowjetische Totengräber auf dem Friedhof. Aber das ist die Besonderheit auch des Themas, die Allgegenwart und die Verbreitung, die eben auch einen breiten Zugang bietet. Und um vielleicht noch abschließend dieses Foto zu zeigen, das ist ein Blick in den sogenannten Biografieflur unserer ersten Dauerausstellung Alltag Zwangsarbeit. Diese Biografien oder dieses biografische Sample spielt natürlich eine wichtige Rolle auch in der Bildungsarbeit. Und wir haben sehr schnell gemerkt bei der Beschäftigung mit dem Thema Zwangsarbeit, dass man auch mit dem klassischen Täter-Opfer-Begriff nicht weit kommt.
Natürlich gab es Opfer, es gab Täter, es gab Profiteure, es gab Zuschauer, es gab Helfer, Helferinnen und manchmal verschwimmen die Kategorien auch. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das deutlich zu machen, diese Multiperspektivität, gerade vor dem Hintergrund, welche Handlungsspielräume gab es denn, sowohl für die Deutschen wie auch für die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. Es gibt eben auch eine Biografie zum Beispiel von Galina Romanova. Sie war russische Ärztin und war im Widerstand im Kontext der Europäischen Union, weil sie als Ärztin zwischen den Lagern sich bewegen konnte und dort auch Nachrichten quasi übermittelt hat. Bis hin eben zu einer deutschen Arbeiterin, die versucht hat, am Arbeitsplatz Ostarbeiterinnen zu helfen. Und ich denke, daran kann man eben auch anknüpfen für die Arbeit mit Jugendlichen, mit Multiplikatoren, aber auch mit Erwachsenengruppen vor dem Hintergrund, welche Handlungsanleitungen, welche Handlungsperspektiven können wir auch für uns heute ableiten aus der Beschäftigung mit dem Thema. Ja, vielen Dank. Bevor wir unsere Runde für Ihre Fragen und Kommentare öffnen, schauen wir uns ein Beispiel an, wie Memorial sich diesem Thema Generationenwechsel stellt. Es gibt, viele junge Leute bei Memorial, nicht nur in Moskau, auch in den Regionen, die sich dieses Themas annehmen, vieler Themen annehmen. Daraus entstanden ist unter anderem auch eine Ausstellung, aber etwas Besonderes, ein Zeichentrickfilm. Und den wollen wir uns jetzt einmal kurz angucken. Нас забрали 27 августа 43 года. Стали сразу молодежь собирать, гнать. Много было таких. И всех нас сгребли. И в сентябре меня уже поймали и отправили в Германию. Кто бежал, постреляли. А мы думали, что мы будем бежать. И что будет, то и будет. Приехала, мне нечего было одеть. Было лето, жара. Они выдали нам всем шерстяные куртки. Нельзя было передать вам, сколько было в шлейф. В общем, выдали нам в бане робу. Зеленое платье с какими-то рисунками. Ну, в общем, под цвет зелени, под цвет леса. Платье и обувь. Дали нам ботинки. Ботинки такие, вот на такой, на толстой деревянной подошве. Такие деревянные шуи. Когда мы идем, мы стучим. И какой звук создает, а в Минске еще выложены эти кирпичи. И брум-брум-брум. По асфальту бум-бум-бум-бум. Вот это вот и шли до этого завода. Жутко, для себя жутко. А под окнами, когда идешь вот, у немцев, вот, у австрийцев, кошмар. Вот там нас кормили курками, с картофельными очистками, и чай, кофе получаете. Суп нальют, и так поднесешь, а там шпинат и брюква, и там червы. Мы всегда были такие голодные, что украсть что-нибудь, слянзить, это было, это святое дело было. А в 6 часов уже работа должна начаться. Куда же ведут, там и работали. Летом работали с 6 утра до 9 вечера. Работали в горячем цехе. На горячей работе это значит, когда раз бутылка, которая вот только прошла форму, но она еще красная. Она еще, это ужасно, ужасно жарко. На них брызги летели, у них ожоги без конца были. Платье на них горело. Это называется горячая работа. Там можно было выдержать 45 минут. Деньги нам немцы платили даже на этой фабрике. Ну что мы на эти могли купить? Ну какую-нибудь стекляшку, бусики такие. И вот эту булочку хлеба. Надо было 3 зарплаты. Чтобы купить свитер, знаете, с какого-то еврея снятый, постиранный. Ну, я вам скажу так. Мы выходили за лагерь через забор, и вот этот пост. Восточный, значит. Пост это восточный рабочий. На пальто, вот когда в город идем, мы пост обязательно пришивали, чтобы видно.
Ну, старались так пришить, что лакцканом каким-нибудь там, чтобы прикрыть ему. Да. По лицу того, откуда не знаю я, чи австрияк, чи немец, чи что, понимаете? Вот так мы там и скировались. Ну, яку поймаете, то чухрають хорошо тебе. И все, вайер опять же под проволокой. Вот в этих мы бараках и жили. Мы смиренно все ждали, ждали это, ждали нашего освобождения. Нас освободили 22 апреля. Кажется, освободили. Ну да, ведь мы ничего не запоминали и не помнили. Мы на утро встали, а их ни одного нет. Ни одного не видно было. Все как сквозь землю провалились. Ни одного нет. Ни конвоира, ничего, никого не видно. И все. Ни одного нигде. Absolut beeindruckend. Irina, wer hat den Film gemacht und wo wird er verwendet? Das ist wirklich sehr, würde ich sagen, sehr gut und für das Thema gut und für uns sehr optimistisch, die diese Arbeit in Memorial angefangen haben. Und ich glaube, Arseni Raginski würde sich sehr darüber freuen, denn dieses Buch war das letzte, das er lektoriert hat. Er hat uns immer dann ermahnt, er soll leserlich sein. Er soll möglichst leserlich sein. Für die Wissenschaftler, sondern für jeder, der irgendwie also etwas über die Geschichte von diesen Menschen erfahren will. Und das ist sehr gut, dass unser Archiv, dieses riesige Archiv, das bei uns gesammelt worden war in all diesen Jahren, jetzt von der nächsten Generation der unseren Memorial-Mitarbeiter oder jungen Mitarbeitern jetzt erforscht wird und nicht nur erforscht wird, sondern präsentiert wird. Denn es ist ja nicht nur dieser Zeichenfilm, der entstanden ist, sondern es ist eine, ich glaube, eine sehr gut gemachte Website gemacht worden, das heißt Dastrana, die andere Seite, wo die Interviews, die in diesen Jahren gemacht worden sind, reingestellt werden und nicht einfach so, sondern mit einer Karte. Und du kannst dann raussuchen, wo die Menschen waren, was sie gemacht haben, also Abschnitte aus einigen Interviews hören. Und das kann ich Ihnen, wer sich für das Thema interessiert, sehr, sehr empfehlen. Und dann kam es zu einer Ausstellung. Und dieser Film gehörte zu dieser Ausstellung. Die ist auch, würde ich sagen, sehr interessant und nicht einfach so für, langweilig plakativ gemacht, sondern also mit ein bisschen Figuren in der Übergröße, ein bisschen Millionen von diesen Menschen symbolisieren, wo ihre Geschichten angeklebt worden sind. Und hier sitzen ja die Autoren irgendwo, also von allen diesen Projekten, das ist Nikita Lamakin, der jetzt ein kleines Stipendium in Deutschland hat für ein paar Wochen, und Evelina Rudenka. Dort sitzen sie. Und sie sind für die, ja, und sie sind für die Fragen bereit. Warum ist es sehr positiv und warum ist es wichtig? Weil das Thema leider ist
nach wie vor, das ist kein verbotenes Thema natürlich mehr. Und es ist, einige Sachen sind erschienen, obwohl, glaube ich, in so einer einfacher Leserform ist es das erste Buch. Und das ist das erste Buch, das so diese Geschichte zusammenfassend erzählt, aus Perspektive der Ostarbeiter und aus mehreren Quellen besteht, weil das Thema passt wieder nicht ins Konzept. Das ist wieder, die werden wieder vergessen oder verdrängt, weil aus noch, würde ich sagen, noch, wenn man sich das vorstellen kann, es ist, entsteht der Eindruck, dass es schlimmer ist, als das in den Brezhnev-Zeiten war, weil da waren ja noch sehr viele Zeitzeugen am Leben, viele Frontsoldaten, ehemalige Kriegsgefangenen und so. Und wenn ihre Geschichte nicht erzählt war oder in vielen nicht erzählt war, gab es so etwas wie, also diese Schweigende, wovon ich schon gesprochen habe, diese schweigende Erinnerung, die sind jetzt nicht mehr da. Und aus dieser Kriegsgeschichte, wie viele natürlich hier Sitzende wissen oder miterlebt haben, wird ein Hauptmythos gemacht. Aus dieser Kriegsgeschichte wird Ikone gemacht. Und sozusagen der Preis dieses Sieges, diese unermessliche Opfer, die dieser Sieg gekostet hat, die werden wiederum ausgegrenzt und ausgeschlossen. Und in den Schulen, vielleicht wird das mit ein paar Worten erwähnt. Und meistens ist es eine KZ-Geschichte oder Kriegsgefangenengeschichte. Und es wird sehr kurz erwähnt, ohne das wirklich aufmerksam nacherzählt zu werden. Und es ist auch wichtig, die Zwangsarbeit wurde ja auf den besetzten Gebieten genauso praktiziert wie mit denjenigen, die nach Deutschland verschleppt worden waren. Aber es gibt keine Denkmäler, es gibt keine Gedenkstätten. Und das ist natürlich aus dem Grund, dass es wiederum zu einer unangenehmen Erinnerung gehört, wenn milde gesagt, wenn man aus dem Krieg eine Ikone macht und wenn man sogar Hitler-Stalin-Pakt gutheißt. Weil, wie kann man dann das erklären, wie passen sie in diesen Mythos? Wie kann man, das muss dann erklärt werden, dass durch die gröbsten Fehler, die uns die sowjetische Leitung samt Stalin gemacht hat, waren über 60 Millionen Menschen auf den besetzten Gebieten sehr schnell ihrem eigenen Schicksal hinterlassen. Und dann mussten sie das alles erleben, weil sie erlebt haben. Und wiederum nach dem Kriege, natürlich wurden sie nicht als Opfer zum Teil auch dieser Kriegspolitik gesehen. Und aus dieser Geschichte entsteht diese Verdrängung, dieses Vergessen. Und Memorial hat sehr lange dafür gekämpft, dass wenigstens die Stiftung, die dann entstanden ist in Russland, die Partnerstiftung von Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die eigentlich mit den Auszahlungen dann beschäftigt war. Aber sobald die Auszahlungen ihr Ende genommen haben, löste man die Stiftung aus. Also, und es gibt in Russland, und ist wiederum Memorial, wie vor 30 Jahren, ist Memorial praktisch fast die einzige Organisation geblieben, die sich zuständig für dieses Thema fühlt. Und deshalb ist es für uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass es erstens, dass Nikita Lamakin, Evelina Rudenko, mit ihnen viele Volunteure die Ausstellung in die Schulen bringen, durch Russland kursiert diese Ausstellung, weil es gibt ja auch keine dauerhafte Ausstellung, die das Schicksal von den Zwangsarbeitern oder Ostarbeitern darstellt. Es ist vielleicht auch eine gute Illustration der gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit in Russland im Augenblick, dass dieses Buch auf der einen Seite von der Moskauer aufgeklärten Stadtgesellschaft bei der letztjährigen oder vorletztjährigen Buchmesse zum Sachbuch des Jahres gekrönt wurde und gleichzeitig Memorial derzeit und seit langem damit zu kämpfen hat, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es auch mit dieser Website, die von dir erwähnt worden ist, aber dass verschiedene Websites von Memorial
nicht ausreichend gekennzeichnet worden sind als Website einer Organisation, die als ausländische Agentin eingetragen worden ist. Und deswegen, wegen dieser nicht ausreichenden Eintragung als ausländischer Agent, Memorial mit Strafzahlungen belegt wird und juristischer Verfolgung zu kämpfen hat. Und ein Großteil der Energie, die eigentlich in diese Arbeit hier fließen muss und fließen soll, da reinfließt sich vor letztlich politischer, juristischer Verfolgung zu schützen. Aber es gibt eine gute Nachricht, weil eigentlich sie auf einen Widerstand in der Gesellschaft deutet, dass sowohl dieses Buch, das von diesem, das ist ein sehr bekannter und ein sehr wichtiger Preis, Prosvetitel, Aufklärer von Stiftung, das ist von Dmitri Simin, ausgezeichnet worden war. Aber auch anderes Projekt, ein digitales Projekt, von dem ich erzählt habe, dieses Website, ist auch in diesem Jahr in die Shortlist, also dieses Aufklärungspreis reingegangen. Und ich hoffe, also wenigstens das ist schon ein Erfolg. Und deshalb glaube ich, das ist ja ein Zeichen. Und im Jury sitzen ja keine Historiker, sondern ganz unterschiedliche Menschen. Naturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler. Und ich glaube, das ist auch zum Teil die Antwort darauf. Vielen Dank. So, wir haben noch etwas Zeit für Fragen von Ihnen, Kommentare. Wer meldet sich? Bitte schön, die Dame hier vorne, dann hier und dann hier vorne. Ja, bitte ins Mikrofon. Und wenn Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, danke. Guten Tag, mein Name ist Marianne Wallbaum. Ich wohne hier in Berlin und ich möchte Ihnen erzählen, ich habe 1993 den Zwangsarbeiter meiner Eltern kennengelernt. Das ist eine Geschichte, die stand auch im Tagesspiegel. Johann war von 42 bis 45 in Hinterpommern auf dem Bauernhof meiner Eltern. Ich bin erst 46 geboren, habe also damit nichts zu tun. Und also nichts zu tun im Sinne von, ich kannte ihn nicht. Und Johann hat meine Eltern suchen lassen. Es kam übers Rote Kreuz ein Brief mit einer Anfrage, ob meine Mutter die gesuchte Person ist. Sie können sich vorstellen, wir waren alle fix und fertig. Und ich jetzt auch. So ein Erlebnis. Ich weiß, als Kind war oft so sonntags dann, ach, wie es Johann wohl geht. Also Johann hieß natürlich Ivan. Ja, aber und ich habe immer gedacht, ach, der gehört nicht zur Familie, wir sind nicht verwandt, was die immer erzählen. Und dann kam Johann 1993 zu Besuch, da gibt es einen Artikel hier auch im Tagesspiegel. Und wir waren dreimal in Weißrussland, er lebt in Weißrussland. Und er hat erzählt, er hat diesen Brief, er wusste nicht, wo er ihn hinschicken sollte und hat ihn an die Deutsche Welle geschickt. Und das hat er deshalb gemacht, weil er wusste, mein Vater und er, die haben immer abends Feindsender gehört. Und da hätte mein Vater immer gesagt, Johann, wer lügt? Ich kann Ihnen diesen Zeitungsausschnitt gerne geben, ich habe das fotokopiert. Und bedanke mich und freue mich, dass ich hier bin und dass es so eine Veranstaltung gibt und dass es so, ja, und so viele da sind. Und das berührt mich sehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell als Thema verschwindet. Ganz herzlichen Dank, Frau Malbaum. So, wir hatten eine junge Dame hier zunächst. Ja, bitte. Guten Abend, Maria Mutziva, deutsch-russischer Austausch. Und ich war sehr froh zu hören, dass es auch das Buch auch auf Russisch erschienen ist. Würde mich interessieren, in welcher Auflage. Ich halte ja auch, ich halte ja die Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit für sehr, sehr wichtig und sehr schön, dass Sie das auch mit Ausstellung und mit dem Zeichentrickfilm weitermachen. Und also man sollte vielleicht sich bemühen, das Buch möglichst auch in die Bibliotheken bringen, in die Schulen, Schulbibliotheken und dann unter anderem zweite Frage, ob dann auch Zeichentrickfilm irgendwo auch noch zu sehen wäre, weil das wäre auch sehr gut für die Arbeit mit SchülerInnen, also wie in Deutschland, auch aus in Russland. Danke.
Vielen Dank. So, wir nehmen noch die Frage noch dran und dann eine hier vorne. Ja, mein Name ist Harald Czerdin-Wendland. Ich bin jetzt auch ziemlich aufgeregt. Ich bin der Sohn eines polnisch-ukrainischen Zwangsarbeiters. Und Herr Wagner, das würde Sie vielleicht interessieren. Wir haben in Burgdorf ein Buch darüber geschrieben. Kennen Sie das? Im Schatten des Vergessens. Aber leider kein Buchhändler hatte Interesse dran. Ich habe versucht, da mal Lesungen zu halten. Ich halte jetzt hier in Berlin Lesungen, aber nicht in Burgdorf. In meiner Heimat Bad Celle ist 20 Kilometer von Celle entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Mein Vater war Zwangsarbeiter in Niedersachsen auf einem Bauernhof und landete dann in einem DP-Lager in Burgdorf. Und darüber haben wir eine Arbeit geschrieben und daraus hat sich jetzt eine Arbeitsgruppe ergeben, die nicht nur von Zwangsarbeitern, Nachfolgegenerationen bestückt wird, sondern auch Sinti und Roma, Juden etc., politisch Verfolgte. Und wer Interesse vielleicht an dieser Arbeitsgruppe hat, ich bleibe noch einen Augenblick hier, ich kann Ihnen gerne Visitenkarten geben, wir tagen demnächst wieder. Vielleicht gibt es da Interesse und auch bei Ihnen, Frau Glaunig, hatte ich mich ja schon mal gemeldet und auch bei Ihnen schon mal ein, zwei Vorträge bei italienischen Schülern gehalten. Ich glaube, das Thema müsste noch viel mehr verbreitet werden. Und Herr Wagner, Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Ich sehe jetzt so viele Tendenzen, dass es eine Wiederholung vielleicht in mancher Hinsicht geben könnte, die ich nicht toll finde. Und ich mache mir große Sorgen, was in diesem Land gerade vor sich geht. Ich hoffe, dass ich übertreibe, aber bei meinen Vorträgen, die ich hier jetzt ab und zu halte, merke ich immer wieder, dass das Thema offenbar viel mehr noch besprochen werden muss. Und vielen Dank an die Autoren des Buches, finde ich ganz toll. Danke. Vielen Dank, bitte, dieser nicht ganz unbekannten Dame im roten Kleid. Marie-Louise Beck, jetzt Zentrum Liberale Moderne. Ich würde gerne noch einen zusätzlichen Aspekt einbringen, den ich auch erst im Laufe der letzten Jahre gelernt habe und der mir erst bewusst geworden ist, nämlich, dass doch die Erinnerungsarbeit sich deutlich verändert, damit, dass uns bewusst wird, dass es heute nicht nur um Russland geht. Das ist ja eben auch ganz deutlich geworden. Sie haben gesagt, Johann hat sich aus Weißrussland gemeldet, also aus dem heutigen souveränen Belarus. Und Sie haben gesagt, die Eltern waren polnisch-ukrainische Zwangsarbeiter. Und was ich erlebe, ist, dass tatsächlich die Zwangsarbeit und die Ostarbeiter dem heutigen Russland zugeordnet werden. Das hat etwas damit zu tun, dass wir noch nicht geistig wirklich nachvollzogen haben, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert, dass es selbstständige Republiken und Nationen gibt. Der Kreml nutzt das auch gerne, um sozusagen den Opferdiskurs an Russland zu knüpfen und an Moskau zu knüpfen. Ja auch den Sieg im großen Vaterländischen Krieg nach Moskau zu orientieren und zu unterschlagen, dass die Belarussen, dass die Ukrainer, dass, da muss man sogar sagen, die Usbeken und Tadschiken mit beteiligt waren an diesem großen Krieg. Aber nur noch mal zurück zu den Zwangsarbeitern, dass wir heute natürlich ins Gespräch kommen müssen mit all diesen Menschen, den Überlebenden oder denen, die jetzt arbeiten in diesen Ländern. Und ich glaube, da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Also ich merke das bei der Ukraine-Arbeit in Deutschland. Das ist eben nicht präsent, dass die Ukrainer unter den Ostarbeitern, den Zwangsarbeitern, die weitaus größte Gruppe gewesen sind. Und dass, wenn wir uns heute mit der Ukraine befassen, gerade in einem Deutschland, in dem ja es ja viele Stimmen gibt, die sagen, die Ukrainer hätten sich doch weiterhin als neutrales Land zuordnen sollen. Und es ist doch nicht so dramatisch, im Vorfeld sozusagen des heutigen Russland zu leben, dass dabei eigentlich wenig Klarheit herrscht über die spezifische Bedeutung in dieser Zwangsarbeitsgeschichte, die die Ukrainer haben. Und dann noch mal vor dem Hintergrund, welche historischen Erfahrungen es in der Ukraine mit einem russischen Imperium gegeben hat, der Holodomor
und der große Terror, den beide Länder erlebt haben, aber dann eben doch nochmal auf spezifische Form. Und insofern denke ich, gibt es da noch eine ganze Menge zu tun. Und Irina, die Frage an dich wäre, wie ihr das jetzt als Memorial anpackt mit den großen Schranken, die aufgebaut worden sind zwischen diesen Ländern politisch. Vielleicht müssen wir da auch mit einem dritten neutralen Grund mit einsteigen, aber ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Ganz herzlichen Dank. Noch eine letzte Anmerkung aus dem Publikum, bevor wir dann hier zu einer Schlussrunde kommen. Ja, mein Name ist Irmela Orland, ich bin hier aus Berlin, habe aber lange auch in Celle gelebt und das Buch war damals ganz neu, keine Kameraden. Ich habe auch an Sie die Frage hauptsächlich, alle wüssten das wahrscheinlich, wie ist es eigentlich vonstatten gegangen, wenn die Rote Armee auf ein Zwangsarbeiterlager trifft? Das möchte ich wissen ganz konkret. Ich habe Akten gesehen, gerade jetzt die Tage, über Berliner Krankenhäuser. Die hatten zum Teil auch Baracken mit Zwangsarbeitern. Die haben da in der Schuhmacherei gearbeitet. So. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommen also nach Berlin-Buch die sowjetischen Truppen und treffen auf diese Ostarbeiter. Sie haben ja gesagt, displaced persons. Also wie war das Prozedere? Ich weiß, dass russische Soldaten, die gestorben sind, also gefallen sind, dann nach Schönholz oder Treptow gebracht wurden. Aber die Zwangsarbeiter sind zum Teil von der deutschen Kriegsgräberfürsorge als Opfergruppe. Also haben die sich gekümmert. Das will ich also wissen, dieses Zusammentreffen und das Prozedere, was geschieht, wenn man jetzt in der Baracke seine russischen Ostarbeiter antrifft. Wie verfährt man mit denen als sowjetische Armee? Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben Themen angesprochen, die uns hier noch mindestens eine Stunde beschäftigen sollten eigentlich. Wir werden versuchen, in wenigen Minuten einige wichtige Fragen aufzugreifen. Herr Wagner, vielleicht wollen Sie beginnen. Einmal mit der Frage, wie stark wird diese Erinnerung fixiert auf Russland und blendet aus, dass die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die westlichen Nachfolgestaaten, wesentlich stärker proportional, einfach auch durch den Kriegsverlauf und die Besatzung, wesentlich stärker von ihren Bevölkerungen hier betroffen sind als Russland. Wie weit ist Ostarbeiter in unseren Vorstellungen Russen? Und vielleicht auch die zweite Frage, was wissen Sie über diese auch im Buch übrigens sehr faszinierend beschriebene, also faszinierend meint nicht schön, sondern bewegend beschriebene Phase dieser Befreiung, der sogenannten Befreiung. Herr Wagner. Ja, zunächst mal staune ich darüber, wer hier alles aus Celle und Umgebung kommt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so den Eindruck, dass wir die sogenannten Ostarbeiter oder auch sowjetischen Kriegsgefangenen alle unter Russland subsumieren. Das entspricht jedenfalls nicht meiner Erfahrung in den Gedenkstätten. Mag sein, dass es im öffentlichen Bild so ist. Aber in der Gedenkstättenarbeit, glaube ich, wird schon deutlich differenziert. Und tatsächlich war ein großer Teil der Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter und auch der sowjetischen Kriegsgefangenen übrigens Ukrainer. In vielen Gedenkstätten hat man in den letzten Jahren Gedenkbücher der Verstorbenen erarbeitet und versucht deutlich zu machen, wo diese Leute herkamen. Und das ist bei denen im KZ-Bereich zum Beispiel ist das ziemlich schwierig, weil tatsächlich im KZ-Bereich die sowjetischen Häftlinge, von denen übrigens sehr viele vormalige Ostarbeiter gewesen waren und dann wegen Verstößen gegen repressive Aufenthalts- und Arbeitsbestimmungen ins KZ eingewiesen wurden, das waren tatsächlich die meisten KZ-Häftlinge, und die wurden alle als Russen kategorisiert. Egal, wo die herkamen aus der Sowjetunion. Und dann ex post herauszustellen, wo kamen die eigentlich her, ist gar nicht so einfach. Gerade wenn da als Geburtsort ein Ort steht, den es in der ehemaligen Sowjetunion 30 Mal gibt. Davon 10 Mal in der Ukraine, 20 Mal in
Nee, dann haben wir ja schon 30. 10-mal in Weißrussland und vielleicht noch 10-mal in Russland. Es ist ohnehin, glaube ich, schwierig, sozusagen in der Gedenkarbeit, in Anführungsstrichen, die Renationalisierung Europas ab den 90er Jahren sozusagen mitzuziehen. Und da würde ich auch ein bisschen davor warnen. Nochmal zu den KZ-Häftlingen übrigens. Das ist tatsächlich ein Skandal, dass wir über die, wahrscheinlich sogar über die größte Gruppe der KZ-Häftlinge so gut wie nichts wissen. Und die größte Gruppe der KZ-Häftlinge waren die sowjetischen Häftlinge. Wir wissen sehr viel über die französischen Häftlinge, sehr viel über die Belgier, sehr viel über die Polen, sehr viel auch über jüdische KZ-Häftlinge natürlich, auch über Sinti und Roma mittlerweile in Bergen-Belsen und in Mittelbau-Dora und im Buchenwald waren die sowjetischen Häftlinge die größte Gruppe. Und über die wissen wir so gut wie nichts. Das ist auch eine Folge des Schweigens, aber, das muss man ganz deutlich sagen, auch eine Folge des Nichtwissen-Wollens auch seitens deutscher Historiker. Und da müssen wir noch deutlich nachjustieren. Zur Befreiung, das ist sehr unterschiedlich, hängt mit lokalen Befehlshabern zusammen, hängt mit dem Ort der Befreiung zusammen, aber insbesondere hängt es mit der Kategorie der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zusammen, wie mit ihnen verfahren wurde. Tatsächlich wurden ja die meisten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im deutschen Herrschaftsbereich nicht von der Roten Armee befreit, sondern von den Amerikanern und Briten. Da war es nochmal ganz anders, wobei die sowjetischen ehemaligen Zwangsarbeiter sehr schnell an die sowjetischen Behörden übergeben wurden von den Amerikanern und von den Briten, manchmal gegen deren Willen. Im Fall der KZ-Häftlinge kann man sagen, dass die meisten zunächst mal zur Roten Armee eingezogen wurden und auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise ab 1949 dann der DDR sich gewissermaßen als Soldaten bewähren mussten, bevor sie Anfang der 50er Jahre dann endlich in ihre Heimat zurückkehren durften. Bei den Frauen ist es etwas anders. Die meisten kamen tatsächlich in ihre Heimat zurück. Das kann aber Irina Scherbakowa eigentlich noch viel besser erzählen als ich. Die wenigsten hatten tatsächlich mit wirklichen Repressionen zu tun, aber es war eben dieser Makel da. Der Makel, in Deutschland gewesen zu sein und möglicherweise mit dem Feind kollaboriert zu haben. Ja, vielen Dank. Ich glaube, nochmal zu dem von Marie-Louise Beck aufgebrachten Stichwort. Das ist wahrscheinlich insofern ein bisschen ein Missverständnis. Ich denke, es geht eher um den, wie Sie sagen, das Widersetzen der Nationalisierung dieser bestimmten Erinnerung, sozusagen das Zuschlagen einer bestimmten Geschichte ausschließlich zu Russland. Ja, wie das in der deutschen Öffentlichkeit doch sehr stark der Fall ist. Ja, wir haben ein Schuldproblem, ein Aufarbeitungsproblem gegenüber Russland, ja, und das sozusagen in Gegensatz gebracht wird zu den Betroffenen, die ja in ihrer Vielzahl aus dem heutigen Belarus, der heutigen Ukraine stammen. Das ist nicht eine Renationalisierung im Sinne, damals haben die Deutschen die Ukraine überfallen, die Belarusland überfallen und Russland überfallen. Sie haben die Sowjetunion überfallen. Also ich glaube, das ist aber wichtig, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Das ist sicher eine schwierige Diskussion. Frau Klauning, wie differenzieren Sie in der, das wollte ich nochmal nachfragen und das schließt hier ähnlich an sozusagen an diese Frage, wie differenzieren Sie in der Gedenkstätte zwischen diesen verschiedenen Opfergruppen? Das hat mich, als ich es angeschaut habe, fand ich das sehr interessant, weil ich wusste vielleicht am meisten über die Ostarbeiter, aber ich wusste wahnsinnig wenig über die Italiener und Franzosen. Von daher habe ich das auch sehr interessant gefunden. Wie grenzen Sie die ab? Wie machen Sie deren jeweiligen Status deutlich? Also unser Arbeitsauftrag ist ja der, dass wir uns um die lange vergessene Gruppe der zivilen Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterinnen kümmern sollen, weil es jahrzehntelang für diese überhaupt keinen Erinnerungsort gab. Erst mit der
Debatte um die Entschädigung wurde das ja deutlich. Und damals ist ja auch an vielen Orten in Deutschland debattiert worden, wo waren denn überhaupt zivile Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Und auch das Dokumentationszentrum hätte nicht entstehen können ohne diese Debatte um die Entschädigung und um diesen Ort. Und ich will es an der Stelle auch erwähnen, weil mit von der Berliner Geschichtswerkstatt mit Kurt Pagenstecher und Gisela Wenzel eben zwei der Hauptakteure, Akteurinnen da sind, die in den 90er Jahren dafür gekämpft haben, über 10 Jahre lang, dass das Dokumentationszentrum überhaupt entstehen konnte. Diese Differenzierung ist für uns sehr wichtig, aber sie ist nicht einfach. Und es ist auch, eine Herausforderung für die Besucher und Besucherinnen, zuerst mal zu verstehen, es gibt unterschiedliche Kategorien von Zwangsarbeitern. Es gibt die Kriegsgefangenen, es gibt die KZ-Häftlinge und die zivilen Zwangsarbeiter. Das sind die ausländischen Zwangsarbeiter, aber es gab eben auch schon vor Kriegsbeginn deutsche Ausgegrenzte, die deutschen Juden, die im Rahmen des geschlossenen Arbeitseinsatzes arbeiten mussten, deutsche Sinti und Roma und die als asozial diffamierten. Also diese Differenzierung gehört eben auch dazu. Und wir versuchen schon in den Ausstellungen, aber natürlich vor allem in den Bildungsangeboten, wo man Zeit hat, sich auch länger in Seminaren, Workshops oder Jugendbegegnungen darüber zu unterhalten, genau diese Unterschiede herauszudestillieren und herauszudiskutieren auch. Sie sind eben auch nicht immer eindeutig. Zwischen einem, sagen wir mal, niederländischen zivilen Zwangsarbeiter auf der einen Seite und einem jüdischen KZ-Häftling auf der anderen Seite, zwischen französischen Kriegsgefangenen, sowjetischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen gab es eben große Unterschiede, was den Status anbelangt, was den Alltag anbelangt. Und die Erfahrung, das habe ich versucht am Anfang auch ein bisschen zu skizzieren, ist die, dass es eben nicht reicht, in die Quellen zu schauen, weil die Quellen A, den Täterblick widerspiegeln und eben nur eine Seite der Realität zeigen. Und insofern ist natürlich so ein Buch wie das von Memorial mit den Interviews, die dahinter stecken, eine sehr, sehr wertvolle Quelle, eine Würdigung, ein Vermächtnis, aber auch eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Bildungsarbeit. Vielen Dank, Frau Klauning. Irina, du hast das letzte Wort. Es gab ganz praktische Fragen, ja. Die vielleicht zuerst. Welche Auflage hat das Buch auf Russisch und gibt es diesen Zeichentrickfilm? Ja. Und dann vielleicht zu den anderen komplexeren Fragen ja. noch. Also wie heute meistens bei den Büchern ist, haben Sie meistens keine Auflagen, die auf irgendeine Weise mit den Auflagen zu den Sowjetzeiten vergleichen können. Also das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Obwohl, dadurch, dass dieses Buch von diesem Prasvetitel-Preis, Aufklärerpreis ausgezeichnet war, haben Sie auch, das gehört dazu praktisch, dass Sie also dieses Buch in die Bibliotheken schicken. Und das hat uns in diesem Sinne Bibliotheken oder Universitäten und so, und das hat uns sehr geholfen. Und deshalb eigentlich schon die zweite Auflage. Aber Memorial lässt ja seine Bücher nie verkaufen. Wir verteilen sie und verschicken sie immer. Und deshalb können auch die Auflagen nicht entsprechend groß sein. Aber erstens kann man das schon im Internet finden. Das steht schon im Internet. Andererseits, und ich glaube, also vielleicht in der Pause kann Nikita Lamakin einige Fragen beantworten, weil was gefragt wird und was das Thema heute populär macht, das sind die Podcasts. Auf die natürlich die ältere Generation von Memorial-Wissenschaftler wahrscheinlich als die letzte Form sich gewandt hat. Aber dagegen, Gott sei Dank, haben wir eine andere Generation, die aus diesen Interviews, die oft vor 30 Jahren gemacht worden sind, Podcast gemacht hat. Und die haben also wirklich 100.000 Einschaltungen. Und das ist natürlich eine, würde ich sagen, eine gute Nachricht. Und wo man das konkret alles finden kann, also auf diese Fragen kann vielleicht also noch Nikita Lamakin und Evelina Rudenke, die dort hinten sitzen, also die Antwort geben für die Interessierenden. Es waren dann, das ist eine konkrete Frage, es waren dann komplexere Fragen, also
diese Erinnerung, ukrainische, weißrussische und russische. Sie ist in diesem Buch, die aus den Erinnerungen ja besteht und Dokumenten und Briefen rauszulesen, weil es gibt nicht umsonst gab eine, haben zwei Übersetzerinnen daran gearbeitet, Christina Links, die aus dem Russischen übersetzt hat, und es gab auch eine andere Übersetzerin, die die Texte aus dem Ukrainischen übersetzt hat. Und das ist völlig deutlich, wie viele Ukrainer eigentlich dort waren, weil es gibt sehr viele Briefe auf Ukrainisch und auch in Interviews, die Interviews waren zum Teil auf Ukrainisch oder halb auf einer so einer Mischung ukrainischer und russischer oder weißrussischer und ukrainischer Sprache, was natürlich nicht so einfach war für die Interviewer, die zu machen. Und vielleicht wichtiger ist und interessanter, sie sind ja nicht, Gott sei Dank, sind sie nicht, wie soll man sagen, viele Menschen haben mit uns offen gesprochen und es sind keine geglätterte Bilder. Und da kann man daraus lesen, wie schwierig auch ethnische Beziehungen waren in den Gruppen. Wie haben die Deutschen das ausgenutzt? Wie haben die Deutschen Unterschiede gemacht, damit man, wie man das immer so macht, damit man die Menschen leichter verwalten kann? Und zwischen Polen und Russen und Ostarbeiter, zwischen den Franzosen sogar und Italiener, weil es gab ja auch in der letzten Phase des Krieges solche Sachen, und zwischen den Westukrainer und Ostukrainer, das muss man ja auch, das sind alles sehr, sehr komplizierte Sachen. Und am Ende des Krieges hat man sehr auf diese westukrainische Karte, ins Spiel gebracht, damit man sozusagen, weil sie die Letzten waren, die nach 1939 zur Sowjetunion gehört haben und ein anderes Kontingent darstellten, zwischen den Menschen aus den baltischen Staaten und so weiter und so fort. Das war ein Kessel. Und das waren sehr komplizierte Beziehungen. Was heute anbetrifft, die Sicht von Memorial ist es natürlich, dass man dieser Erinnerung unbedingt nachgehen soll. Dass man natürlich diese Länder als jetzt unabhängige Länder mit der eigenen Geschichte betrachten muss. Nur es ist ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte. Und das ist eigentlich, im idealen Fall, musste sie uns zusammenbinden. Zum Teil auch mit Deutschland. So tragisch. Und dass man versucht, natürlich, und da hast du völlig recht, dass man versucht, also in der Situation eines Konfliktes, Ostukraine gegen Westukraine anzuheizen, auch mit dieser Kriegsgeschichte, die man dazu missbraucht. Das ist natürlich eine schlimme Sache. Wir in Memorial haben Gott sei Dank eine Memorial-Organisation in der Ukraine. Es ist nicht so einfach zu arbeiten geworden, aber sie sind mit uns. Mit dieser Frage haben sie sich in den 90er Jahren auch massiv beschäftigt, mit der Ostarbeitergeschichte. Und ich hoffe, dass vielleicht wird die Zeit kommen, dass das Buch auf Ukrainisch dort erscheinen könnte. Das wäre natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Und die Befreiungsgeschichte ist natürlich ein tragischer Kapitel. Das ist auch einer zum Teil von den blinden Flecken, die auch dazugehören, weil diese Befreiung war oft auf die viele Ostarbeiter so gewartet haben, war eine
für sie oft mit neuen Verfolgungen verbunden, was Herr Wagner schon absolut richtig angedeutet hat. Und mehr noch, die ersten Stunden dieser Befreiung waren oft auch tragisch und gar nicht so, wie man sich vorgestellt hatte. Denn plötzlich sahen die Rotarmisten in diesen Ostarbeitermädchen gar keine eigenen Landesgenossinnen oder Opfer, sondern irgendwie verdeutschte Kollaborateurinnen und überhaupt einen Wildfang des Krieges. Und das und davon, und ich musste ja sagen, wir wenigstens haben versucht, dass das Bild objektiv bleibt, dass man alle Seiten, natürlich waren auch andere, Fälle und andere Geschichten und wir, so schwierig wie das war, versuchten wir auch irgendwie das in dem Buch darzustellen. Und vielleicht mein letztes Wort ist, es ist immer sehr wichtig, wenn man solche Geschichten hört, die wir heute gehört haben, dass in der deutschen Gesellschaft das nicht vergessen wird. Dass man auch in dem auf dem Niveau nicht nur historischen, sondern familiären sich versucht, daran zu erinnern. Wichtig ist es nur, dass das ohne Sentimentalität und Verschönerung, sondern in voller Verantwortung geschieht, was diese komplizierte Vergangenheit war. Und was man, denn oft ist das so, dass man im Alltag einiges, wir hatten ja so ein nettes ukrainisches Mädchen gehabt. Und das, und was dahinter verbirgt, kann etwas, wie soll man sagen, viel Komplexeres und Tragisches verstecken. Wenn auch auch, weil die menschlichen Beziehungen etwas viel Gott sei Dank viel komplizierterer und viel komplexer, tragischer, aber oft menschlicher sind als vieles, was dann, wie soll man sagen, entweder propagandistisch oder klischeemäßig dann gemacht wird. Und ich glaube, unser Saal und auch unser heutiger Abend ist vielleicht auch ein kleiner Beitrag dazu. Vielen Dank. Liebe Irina, ich habe aus deinen Ausführungen heute Abend genau ein einziges unrichtiges Wort herausgehört. Du hast gesagt, wir haben jetzt gleich Pause. Das stimmt nicht. Wir sind am Ende des Abends. Ich bedanke mich bei Frau Klauning, bei Herrn Wagner und bei dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir laden Sie ein zu einem kleinen Umtrunk dort draußen und kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Vielen Dank.